60 Kredits. Okay. Dann ist er jetzt nochmal dran. Es gibt keinen Ausweg. Wenn sie ihre Arbeit lieben, ist jeder Tag wie Urlaub. Auch nicht. Hä? Was ist denn das? Was willst du denn wissen? Ganz schön frech. Dieses Flackern. Hat dieses Flackern bedeutet, dass jetzt die Batterie gewechselt wird? Oder was war das? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich frage mich wirklich, ob man irgendwie sowas wie eine Atemmaske oder so findet. Oh, hi. Moin, Jungs. Warum hängen Sie hier rum? Verschwinden Sie, Neuling. Warum kann ich hier rein? Was bringt mir das? Oh, ich komme zu ihr. Ach, guck mal, sie hat ganz viele Urlaubsbilder. Diese Wand ist voller Fotos. Exotische Landschaften. Fotos exotischer Landschaften. Hawaii, Bombay, das Paradies. So. Das hier ist es. Wenn sie ihre Arbeit lieben, ist jeder Tag wie Urlaub. Jawohl, okay. Ach, wir können sie aus ihrer Misere befreien. Das macht mich irgendwie happy. Ich hatte echt Sorgen, die arme Dame, die muss jetzt hier die ganze Zeit da in der Ecke rumkriechen. Vielleicht, dass die Batterie schwächer wird. Das ist auch möglich. Gut, richtig krank. Ja, krank gut. In letzter Zeit stellen sie nur noch Hinterwäldler ein. Und woher wissen sie das? Weil sie immer wieder zu ihren ländlichen Gepflogenheiten zurückkehren, wie sich um Ziegen zu kümmern. Ach so. Haben die sich gerade über mich lustig gemacht? Die Schweine. Das finde ich frech. Also wir müssen auf jeden Fall gleich mal irgendwie in die Küche und eventuell noch ein paar Sachen kaufen. Noch ein bisschen Kaffee. Wie viel Kaffeepulver habe ich denn? 3 Beutel. Ja, wobei, das sollte vielleicht auch erstmal reichen. Ich habe jetzt hier noch keine Kaffeemaschine gesehen. Wundert mich eigentlich, in so einem Großbüro keine Kaffeemaschine? Prost! Aufs Trinken, natürlich ihr auch. So viel wie ich hier im Wegtrinken bin, muss ich bestimmt in einer halben Stunde oder so auf Klo. Okay, der letzte. Immer noch der hier drüben. Der ist immer noch hartnäckig. So, welches haben wir denn jetzt noch nicht probiert? Das habe ich schon gemacht. Dann kann es ja eigentlich nur das sein. Ach so, weil er eingeschlossen war. Ja, seid frei. Ah, dumm. Ja, okay. Hätte ich auch selber dran denken können. So, dann müssten doch jetzt alle gewesen sein, oder? Ja, sehr gut. Nun, das wären alle 4. Tut mir leid, Brian, aber etwas ist passiert. Eine Marketingfrau, die bereits drin war, ist gerade geflüchtet. Ich habe versucht, sie zu fangen, aber es war unmöglich. Sie ist in die Personalabteilung entkommen. Ach so, meint sie das. Ich muss kurz überlegen. Das ist die Tür da hinter der Ecke. In der Ecke. Die arme Frau hat das Marketing und die Slogans satt und sie geht immer dorthin, um ihren Job zu wechseln. Kein Problem, ich schaue mir das mal an. Vielen Dank, Brian. Oh, gib da drin auf dich acht. Die Mädchen der Personalabteilung sind etwas frech. Aber wenn du dich an die Tricks erinnerst, die ich dir gezeigt habe, solltest du keine Probleme haben. Oh je. Gehe ich erstmal. Ich glaube, ich gehe erstmal kurz in die Kantine. Ich gehe nochmal in Büro. In mein Büro einkaufen. Dann gehe ich einmal in die Kantine und dann gehen wir frisch ausgestattet da rein. Irgendwas sagt mir, dass das nötig ist. So, einmal Kaffeepulver kaufe ich noch. Wie viele Stifte haben wir dann? 3. Schraubenzieher ist übrigens interessant, weil da sind wir wieder bei der Lüftungsschachtsache. Ne, wir hatten es ja den letzten Stream mit dem Lüftungsschacht. Da können wir jetzt in Zukunft auch mehr drauf achten.
Ich finde aber generell die Struktur dieses Spiels irgendwie interessant, weil man einerseits ja so recht, ja, ich würde sagen, recht frei entscheiden kann, wo man hingeht, aber es ist trotzdem linear. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie ganz interessant. Herr Marshall. Oh. Hallo? Ich glaube, Sie haben etwas fallen lassen. Schauspiel an Sie, Herr Pasternak. Was? Nichts geht über einen kleinen Kaffee und ein ungezwungenes Gespräch mit einem Kollegen, um seine Kraft wiederherzustellen. Denken Sie nicht? Ja, natürlich. Mögen Sie den Kaffee bei Sintracorp? Nun ja, also, er ist nicht schlecht, aber er ist ein bisschen teuer. Hä? Verdammter Kapitalismus! Das finde ich genial. Ah, schön. Das ist eigentlich auch ein Thumbnail wert. Dieser Sprachtext und dann das Bild dazu. Großartig. Wieso hängt der aus dem Videoclub denn in deinem Büro ab? Der verkauft jetzt Sachen. Der hat quasi den Laden da. Es ist auch eine Sie, haben wir jetzt rausgefunden. Ich erkenne dich da wieder. Ja, irgendwie schon, ne? Sie haben absolut recht. Wir werden daran arbeiten, mit Körper und Seele. Das versichere ich Ihnen. Das versichere ich Ihnen. Da habe ich kurz ein bisschen genuschelt. Sie haben einen Schokoriegel erhalten. Nice. Nein, ich kaufe doch nicht für 200 einen Kaffee. What the fuck? Die sind alle so teuer. Der gute Herr Pasternak ist schneckfett, wenn wir hier fertig sind mit dem Spiel. Von den ganzen Sachen, die er hier ist. Das ist ja nur ungesundes Zeug. So, ich mache mir 3 Kaffees. So, jetzt sieht das hier doch schon wieder ganz nice aus. Jetzt werde ich noch die Mikrowelle nutzen, um die Pizza zu machen. Geil. Oh, jetzt so eine schöne Pizza. Boah, ist das gemein. Ist das gemein. Aber wir sind super ausgestattet. Ich würde auch sagen, wir hauen uns jetzt mal. Kaffee heilt ganz gut. Habe ich denn noch Kaffeepulver? Einmal Kaffeepulver habe ich sogar noch. Komm, dann gönne ich mir jetzt noch einen Schokoriegel. Dann sind wir so gut wie voll. Und dann mache ich mir noch den letzten Kaffee. Ich glaube, dann stehen wir heilungstechnisch ganz gut da. Was sagen die Kredits? 254. Wir haben echt viel ausgegeben. Aber ich meine, dafür ist es ja da. Genau für das. Ich glaube nicht, dass wir mit den Credits noch irgendwas anderes machen können. So, dann ab in die Personalabteilung. Ich frage mich wirklich, ob wir sowas wie eine Atemmaske bekommen können. Mr. Marshall ist mir übrigens äußerst sympathisch. Das Plakat sagt, dass es sich um die Personalabteilung handelt, aber die Tür ist von innen verschlossen. Ja, wie komme ich denn da rein? Schraubenschlüssel! Was? Da oben ist ein Luftschacht. Vielleicht komme ich ran, wenn ich auf den leeren Schrank steige. Die meisten Regale dieses Bücherschrankes sind leer. Ich könnte hinaufklettern. Mal sehen, ob ich mich nicht umbringe. Was machst du da? Also... Yoga? Du bist voll dabei, Brian. Bei diesem sitzenden Bürojob ist körperliche Fitness sehr wichtig. Er gewöhnt sich langsam dran, merkt ihr es? Er passt sich an. Achso, ja, ich brauche natürlich den Schraubendreher. Ich werde versuchen, das Gitter aufzuschrauben. Abzuschrauben. Oh nein. Oh nein, Luftschächte sind ganz, ganz gruselig. Nee, ich wollte eigentlich noch da hinten hin.
Hey, Sie! Warten Sie! Oh, oh. Ich gehe hier nochmal kurz hoch. Ich möchte nämlich einmal noch den anderen Gang checken. Boah, Luftschächte sind ganz, ganz schlimm. Aha, guckt mal hier. Noch ein Kaffee. Oh. Ein Ausschnitt aus einer Gesellschaftszeitschrift. War die kürzlich erfolgreiche Beerdigung der Erben des Sintra-Vermögens Teil einer Vertuschung? Dies scheinen inoffizielle Quellen zu glauben, die nicht auf den Bericht der Autopsie des Mädchens zugreifen konnten. Oh, okay. Jetzt wird's langsam interessant. Trauma von Resident Evil, ja, auf jeden Fall. Kann es sein, dass diese Hexe was mit der irgendeiner Verschwörung zu tun hat mit der Sintra-Corp-Erbin? Das war jetzt mal ein ganz neuer Denkansatz hier mit einmal. Keine Tinte mehr. Ja, ich glaube, die werde ich jetzt aber mal benutzen. Ich habe ja noch eine. Die habe ich ja glücklicherweise gerade gefunden. Und werde hier jetzt tatsächlich speichern. Und dieses Lachen, oder was auch immer das sein soll, klingt schon wieder richtig unangenehm. Wer ist hier gekommen? Komm näher. Komm nur näher. Ist ein Blick? what the... Die riesigen Münder, was zur Hölle? Wie viel Wasser man hier einfach bekommt. Du, aua, oh, verdammt. Junge, wie die durchdrehen. Alter, guck dich das mal an. Einfach das Kuss-Schnellfeuer. Ich erinnere mich an die Rohrpflanzen aus Mario. Ja, stimmt. Nur etwas gruseliger. Oh, da ist sie ja. Oh, will ich da schon hin? Oh, wie gemein. Das ist ein Backtrack hier. Kann ich den trotzdem öffnen, den Schrank? Nee, schade. Was ist mit ihm da drüben? Der ist auch ein bisschen durch, glaube ich. So, Leute. Ne? Jetzt soll noch mal einer sagen, Bürojobs sind die einfachsten Jobs. Da seht ihr, was Bürojobs mit euch anstellen. Begrüßen wir ihn, Mädchen. Oh Gott. Okay, aber wie komme ich an ihm vorbei? So. Ja, Käse. Jetzt brauchen wir nur noch Brot. Alter, diese Lache. Ah, hier ist er. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob... vielleicht... Hallo? Bedrückt Sie etwas? Wissen Sie etwas über Resumés? Nicht wirklich viel. Nun, dann können Sie mir nicht helfen. Kommen Sie wieder, wenn Sie etwas wissen. Die Wand ist voller Lebensläufe. Da ist sie ja. Oh Gott. Was ist das? What the? Willkommen, Jäger. Komm näher. Ich habe auf dich gewartet. Willst du, dass ich dich küsse? Was ist denn los? Bist du noch nie geküsst worden? Ich mache einen Mann aus dir. Ist das nicht, wofür du hergekommen bist?
Dieses Ding ist nicht richtig. Ich kriege ein ganz mieses Gefühl. Am besten gehe ich nicht näher ran. Ich muss das Marketing-Mädchen finden und hier verschwinden. Ich verstehe. Du willst nicht einmal mit mir sprechen? Bist du schüchtern oder hast du Angst vor mir? Stellt das Unternehmen inzwischen Feiglinge als Jäger ein? Oh, er ist getriggert. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Der Junge entwickelt ja richtig Courage. Sind Sie... Bist du die Hexe? Oh, ich bin nur ein Freund, der dir helfen will. Welche Art von Hilfe? Ich habe einen Hinweis. Einen Hinweis über sie. Du glaubst mir nicht? Schau nur, schau. Das ist ein wichtiger Hinweis über die Identität der Hexe. Komm näher, wenn du ihn nehmen willst. Von hier aus kann ich nicht genau erkennen, was es ist, aber es sieht wie eine Fotografie aus. Disembodied mouth is always a bad idea. Und schon Arthur Weasley hat gesagt, man soll nichts trauen, von dem man nicht weiß, wo es sein Hirn hat. Hat er das gesagt? Echt? Das ist ganz schön smart. Da ist eine Aktentasche. Ja, sehr gut. Hexenpapier. Let's go. Ja. Traue ich mich da jetzt ran oder nicht? Eigentlich schon, ne? Ich bin ja mutig. Ja, das habe ich mir gedacht. Verdammt. Toll. Gut, dass ich gespeichert habe. Nee, nicht Ausrufezeichen Dev, Leute. Wie oft wollt ihr es noch probieren? Ausrufezeichen Dev ist für Hogwarts. Ja, das hat er zu Harrys... zu Harry im zweiten Buch, wo er Harry von seiner Arbeit erzählt. Ah, okay. So, okay. Dann machen wir das nochmal. Zum Glück habe ich eben gespeichert, ey. So, nichts vergessen. Schön alles mitnehmen. Hä? Ah. Ihr mit eurem Todescounter immer. So, das ist die Tintenpatrone. Haben wir direkt noch eine gefunden. Hier kam ich ja nicht weiter. So, jetzt müssen wir die Dame hier anlocken. Schön den Käse mitnehmen. Hier war nichts drin. So, die große Preisfrage ist jetzt, wie bekomme ich den Hinweis von ihr, ohne von ihr gefressen zu werden? Ich frage mich, ob ich hier irgendwas geben kann. So, ich gebe das mal ganz fix. Stuhl zu ihr schieben? Könnte man probieren. Ich glaube nicht, dass das geht. Ja, das wollte ich gar nicht... Man wird ab einer gewissen Distanz automatisch zu ihr hingezogen. Toll. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, Mann. Nochmal. Also ich bin zweimal durchspielen, jetzt aber auch nicht gelernt, dass da nichts drin ist. Ist da auch noch ein Schrank? Ah ja, das ist der.
Oh, ich bin einfach hinten lang gelaufen. So, junge Dame, kommen Sie mal. Nein, sie haut wieder ab. Komm, 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 komm. Ich bin hier. Komm, hier. Hier bin ich. Hallo. Lady, kommen Sie. Hey. Oh, oh Gott. Nein, ist gar nicht leer. Lüg nicht. Okay. Aber alles möglichst wiederherstellen, also auch die Dialoge, weil ich will nicht, dass ich am Ende da was verpasse. Weil ich jetzt den Dialog irgendwie nicht ausgeschöpft habe. Okay, nicht zu nah an sie rangehen. Ich frage einfach Hugo, ob Hugo vorbeikommt. Der macht das bestimmt für mich. Einfach Speedrun, ja. Jetzt wirklich langsam Speedrun. So, einmal die Aktentasche mitnehmen und dann gehe ich erstmal hier weiter. Da ist sie. Ah, und hier ist der Schrank, okay. Ich kann ihn nicht öffnen. Oh, wie gemein. Alter, wie viel Kram wir hier finden. Das ist ja völlig krank. Oh, ein Resümee. Zusätzliche Verantwortlichkeiten, gleiches Gehalt. Es überzeugt mich zwar nicht wirklich, aber ich werde es mir merken. Alter, was man hier alles findet. Ob ich den Schrank zu ihr schieben kann? Nee, schade, geht nicht. Und öffnen kann ich ihn auch nicht. Sad. Kein Marketing mehr. Zusätzliche Verantwortlichkeiten, gleiches Gehalt. Ah. Okay, nee, das hat ihr nicht gefallen. Dann dreht sie direkt durch. Ich frage ihn mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob... Oh, vielleicht. Okay. Das hat nicht weitergeholfen. Tja, was mache ich mit dem Mund? Was mit dir? Hallo? Nein, der köstliche Mund will mich nicht schmecken. Das Ding an der Wand? Sie wollen wirklich, dass es sie frisst? Was für eine Frage. Wollen wir das nicht alle? Das Vergnügen, begehrt zu werden, Anerkennung von ihren Unternehmen erhalten, aufzusteigen? Aber der Mund will uns nicht alle gleich. Einige Leute genießen sie eine Weile und spuckt sie dann aus. Mich hat sie nicht einmal bespuckt. Aber ich kann nicht aufgeben. Manche sagen, dass es eine Möglichkeit gibt, sie auszutricksen. Es gibt ein magisches Objekt, dem sie nicht widerstehen kann. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Magisches Objekt? Einige sagen, es sei eine Voodoo-Zauberfigur. Wenn sie es tragen, zieht es sie an. Sie wird sie wollen. Sie wird sie verschlingen. Aber wenn sie sie nicht haben, kann sie sie nicht sehen. Dann will sie sie nicht. Und das macht mich sehr traurig, weil sie mich nicht liebt. Okay, wir brauchen ein Voodoo-Objekt. Ich habe es. Es ist perfekt. Was? Was soll es schon sein? Der Slogan für mein Resümee. Resümees haben Slogans? Sicher, wir können sie ohne eines herkommen. Bei der Anzahl der Resümees, die sie täglich in der Personalabteilung lesen müssen, ist der erste Satz das Wichtigste. Das Motto, der Anfangsslogan. Ich habe einen perfekten, schauen Sie mal. Lick me and let me explode inside your mouth. Leck mich und lass mich in deinem Mund explodieren.
Es ist perfekt, meinen Sie nicht? Es ist, ich hätte vielleicht nicht... Ich meine, er ist etwas gewagt, nicht wahr? Und was wissen Sie? Wenn Sie nicht einmal wussten, dass Resumés einen Slogan haben sollten, Landei. Hm. Es ist noch keine 22 Uhr. Ja, verstörend ist hier einfach alles. Das ganze Spiel ist verstörend. Aber ich finde es nice. Ich mag das, dass es gar nicht so horrormäßig ist, sondern einfach so grotesk. Das finde ich richtig gut. Das ist so peinlich. Leck mich und lass mich in deinem Mund explodieren. Schade. Ich hätte es gefeiert. Ist auch voller Lebensläufe. Okay, also ich glaube, hier komme ich jetzt gerade noch nicht weiter. Der wahre Horror ist der Kapitalismus. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch so in den Titel geschrieben. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Steht sie da jetzt weiterhin? Ja, okay. Da kommen wir also nicht raus. Na gut. Ich komme überhaupt nicht mehr zurück. Hä? Was mache ich denn jetzt? Hä? Wo kommt das her? Eine Figur aus Papier, geformt wie die Silhouette einer Person. Ist das vielleicht die Voodoo-Figur? Hä, wo habe ich die her? Kann ich die ihr geben? Könnte dies das Symbol sein, das der Mund so anziehend findet? Sie zeigen ihr das Stück Papier. Das ist ein zerknittertes und schmutziges Stück Papier. Woher weiß ich, dass es funktioniert? Wenn es funktioniert, versuche sie es mit jemand anderem als mir. Schauen Sie, ich denke, das wird den Mund anziehen. Ich glaube nicht an so etwas. Stecken Sie es an die Ziege und sehen Sie, ob es funktioniert. Ich hab's mir fast gedacht, dass wir sie opfern müssen. Ich befestige das an Ihrem Gürtel. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen das antue. Ich hoffe, Sie sind nicht nach dem Geschmack dieses Wandwesens. Okay, nun, wie hole ich sie da raus, ist die Frage. Muss ich den hier aus dem Weg schieben wieder? Ich kann ihn gar nicht mehr schieben. Okay. Vielleicht muss ich es jetzt nochmal probieren. Nee. Hä? Ich brauche irgendeinen Slogan, mit dem ich sie rauslocke. Was hat es eigentlich damit auf sich? Da haben wir auch noch nichts weiter rausgefunden. So, ich kann mit dem Mund auch nicht mehr sprechen. Wie sie den alle anbeten. Kann ich mit ihm gar nicht mehr reden? Nee. Nee, die erzählt mir auch nichts Neues. Was soll ich denn jetzt machen? Ich komme nicht mehr zurück. Sind Sie nervös wegen dem Slogan Ihres Resümees? Ja, woher wissen Sie das? Ich bin mir meines Slogans nicht ganz sicher. Schauen Sie mal, schauen Sie mal. No more slogans, just be yourself. Keine Sorgen, keine Slogans mehr, seien Sie einfach Sie selbst. Denken Sie, das wird den Mund gefallen? Es klingt einfach direkt und anders. Das überzeugt mich. Ich bin sicher, der Mund wird es mögen.
Ja, aber was, wenn sie es nicht mag? Ich kann es nicht riskieren, vor meinen Kollegen wie ein Idiot dazustehen. Aber die Ziege wird es mögen, denn die wollte keine Slogans mehr hören. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Yeah, nice. Keine Slogans mehr. So, Mund. Ziege. Auf zum Mund. Hoffentlich funktioniert das jetzt auch. Nicht, dass ich das gleich alles nochmal machen muss. Hä? Ich hätte warten müssen, bis sie die Ziege verschluckt hat. Ich hab's zu spät gesehen. Oh, Mann. Oh, jetzt muss ich das alles nochmal machen. War hier was drin? Nein. Das ist jetzt richtig bitter. Ich meine, ich weiß, was ich machen muss, aber... Oh. Na, ein bisschen unnötig. Den ganzen Kram nochmal einsammeln, ja. Ich sag ja, ein bisschen unnötig. Oh, die haben ja richtig Range. Das hab ich ganz vergessen. Los, Girl. Komm. Bleib Fuß. Put, put, put. Put, put, put. Put, put. Put, put, put. Put, hallo. Wow, wow. Tschüss. Das war aber meine eigene Dummheit gerade. Das ärgert mich ein bisschen. Aber gut, jetzt kann ich das alles einsammeln. Ich muss ja nur mit den zwei Personen reden, dann geht es ja relativ zügig. Aber das ganze Quatsche jetzt nochmal durchzuklicken. Oh, ist das ärgerlich. Ah. Ihr reden. Boah. So, auf jeden Fall der sein Slogan mir einmal reinziehen. Jawohl. Dann hier einmal alles looten. Den Schrank können wir auch einfach zur Seite schieben. Schokoriegel. Und hier ist der zweite Slogan und jetzt gehen wir hier runter. Geht ja trotzdem recht fix. Aber ist trotzdem ärgerlich, alles nochmal machen zu müssen. Ja. Go. Sehr gut. Jetzt der Ziege den Papierflieger geben und dann haben wir es schon. Jetzt ganz vorsichtig. Nicht nochmal. Komm, Ziege. Geh da ran. Ja, jetzt geht's los. Achso, ich muss das nehmen. Du hältst dich für schlau, nicht wahr? Sie haben das Foto erhalten. Familienverschwörung war übrigens das Achievement, was ich gerade gekriegt habe. Dieses Foto muss wichtig sein. Ah. Oh. Warte mal. Sie sieht aus wie das rote, das Mädchen mit dem roten Kleid. Sieht aus wie die Sintra. Ja. Und das ist eventuell ihre Schwester da links. Wer diese Leute wohl sind. Am besten bringe ich es zu Sintra. Aber vorher muss ich das Marketingmädchen zurückbringen. Stimmt. Geh, wenn du willst, Jäger.
Geh zurück zu diesem blöden Mädchen und bring ihr deine Trophäe. Ich versichere dir, wir werden uns bald wiedersehen. Letzten Endes werde ich dir diesen Kuss geben, wenn du ihn am wenigsten erwartest. Mädchen, bitte, begleitet ihn zum Ausgang. Ich dachte, die begleiten mich wirklich zum Ausgang, aber sie greifen mich an. Never mind. Ich wollte gerade sagen, meine Fackel fackelt. Flackert. Puh, ich bin endlich draußen. Ich hoffe, diese Dinger können nicht rauskommen. Mach das Licht aus, Junge. Also, hier ist die letzte. Ah, vielen, vielen Dank, Brian. Lieber Kollege, wären Sie so freundlich, zu den anderen zurückzugehen? Das ist so weird. Sie hat Syndra verzaubert. Meinst du? Ich weiß es nicht. Oh, Brian. Ich schulde dir was. Ohne dich hätte ich das niemals alles geschafft. Kein Problem. Mach dir darüber keine Gedanken. Du hast mir schließlich gezeigt, wie ich mich vor den Verrückten verstecken kann. Dummerchen, das war doch gar nichts. Du hast mir mit meiner Aufgabe geholfen. Also ist es nur fair, wenn ich dir mit deiner helfe. Was machst du auf diesem Stockwerk? Du hast mir etwas von einem Pferd erzählt, nicht? Ah, ja. Naja, es war dumm, eine Aufgabe von Motivationsgespräch. Nichts Wichtiges. Bitte sag es mir, ich möchte dir helfen. Nun, mir wurde aufgetragen, auf diesem Stockwerk einen Freund zu finden. Und naja, ich dachte vielleicht... Oh oh. Sie können doch rauskommen. Findet diesen Jäger. Lasst ihn dieses Stockwerk nicht mit der Fotografie verlassen. Oh nein! Schnell, verstecken wir uns! Mir wurde gesagt, dass sie immer am Ende des Monats ihr Büro verlassen. Aber wir haben Anfang des Monats. Ich verstehe das nicht. Wir verstehen das sehr gut. Alter, die sind schon ein bisschen eklig. Ach so, alles klar. Sie scheinen weg zu sein. Nun, ich denke, es ist am besten, wenn ich zurück in mein Büro gehe. Ich muss einen Kollegen etwas Wichtiges geben. Okay, ich habe hier immer noch viel Arbeit. Aber später lade ich dich auf einen Kaffee ein, um mich für all deine Hilfe zu bedanken. Abgemacht. Bis später. Ach, die rennen hier jetzt immer noch rum. Oh Gott. Ach, hier ist schon die Tür. Jetzt aber raus hier. Oh mein Gott, der Fahrstuhl muss erst herkommen. Oh, ist das gemein. Damit habe ich jetzt in 0 gerechnet. Nein, nicht in die 3. Ah! In die 5. Oh, Gott sei Dank. Hier war gerade eine Katze, aber sie ist schon wieder weg. Okay, haben wir noch, wie sieht es denn hier an der, oh, lebensmitteltechnisch stehen wir echt gut da gerade. Ich glaube, die Kleine will raus, ich lasse mal die Katze kurz raus. So. So. Weiter im Text.
Wie sieht es eigentlich an der Stiftfront aus? Wie viele Stifte haben wir? 3. Ich will aber meine Kredits eigentlich nicht dafür ausgeben. Kredits. Meine Credits. Hallo Hugo. Ich mache mir noch einen Kaffee, okay? Wasser haben wir ja einiges. So, dann bringen wir das mal zu... Speichere ich jetzt? Oder speichere ich, nachdem ich mit ihr geredet habe? Ich glaube, im Computer sollte es eigentlich nicht gefährlich werden. Wir haben 4 Seiten, aber ich will eigentlich tatsächlich die nicht so verschwenden. Ich glaube, im Computer sollte es nicht gefährlich werden. Gehe ich mal davon aus. Syntra ist wieder verschwunden. Wo könnte sie sein? Bestimmt wieder hier hinten. Nee? Okay. Oh, ich kann auch schaukeln. Mein süßes Kind habe ich als Achievement gekriegt. Ah, da geht's weiter, aber ich komme nicht hin. Okay. Wo könnte sie denn noch sein? Ah, hier geht's auch noch weiter. Nee. Ah, das sind die Begrenzungen. Okay. Syntra, da ist sie doch, oder? Oh, hier ist noch ein Gang. Ist das die Datenbank? Anscheinend sind viele Dokumente gespeichert. Oh, wir sind im Zentrum. Kann das sein? Es handelt sich um einen internen Bericht. Projekt Cornucopia 14. April 1971. Update der Sicherung. Beobachtungen. Das Subjekt scheint an den Eingriff nicht zu leiden oder sich daran zu erinnern. Es wäre praktisch zu untersuchen, ob wir einen dieser Kopien modifizieren können, um sie in unser Netzwerk zu integrieren. Oh, bekommen wir jetzt hier Background-Infos? Was ist das? Es ist ein leeres Gemälde. Auf der Plakette steht »Das Blut des Teufels«. Okay. Syntra? Hallo, Brian. Was ist das alles? Ich wusste nicht, dass es einen solchen Ort ins Intranet gibt. Es ist eine digitale Bibliothek. Das Unternehmen verfügt über eine Sammlung von mehr als 10 Millionen Büchern und Artikeln. Ich verbringe meine Freizeit gerne mit dem Scannen und Debuggen des Materials. Ich habe gerade den Hexenhammer, den du mir vorhin gebracht hast, genau analysiert. Es ist ein faszinierendes Buch. Wusstest du, dass Hexen das Blut des Teufels trinken müssen, um einen Pakt mit ihm zu schließen? Igitt! Apropos, ich glaube, ich habe einen Hinweis gefunden. Sie zeigen Syntra die Fotografie. Du hast das gefunden? Woher hast du es? Ich bin im 4. Stock zur Personalabteilung gegangen und da gab es einen riesigen Mund an der Wand. Sie sagte, sie sei meine Freundin und wollte mir helfen, die Hexe zu jagen. Was? Hast du ihr gesagt, dass du ein Jäger bist? Nein, ich habe ihr nichts gesagt, aber sie wusste es schon. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich hatte das Gefühl, mit der Hexe zu sprechen. Alles an ihr gab mir eine Gänsehaut. Fotografie analysieren. Weißt du, wer sie sind? Ja, das ist die Syntra-Familie. Syntra Corp. wurde 1951 von Joao Syntra gegründet. Auf dem Foto erscheint neben den Patriarchen auch seine Frau Xiu Jing und seine Tochter Ray Syntra. Du hast eine gewisse Ähnlichkeit mit ihr, nicht wahr? Korrekt. Laut den Aufzeichnungen starb Ray Syntra mit nur 11 Jahren. Die Familie trauerte so sehr, dass sie, als sie mich machten, ihr Andenken ehren wollten, indem sie mich nach ihrem Bildnis formten.
Und wer ist die Person mit dem verbrannten Gesicht? Aufgrund ihrer Größe und ihrer Kleidung könnte sie ein anderes Mädchen von ähnlichem Alter sein. Aber ich bin mir sicher, dass die Familie keine weiteren Nachkommen hatte. Vielleicht ist sie eine Freundin von Ray, aber es ist unmöglich, sie anhand dieses Bildes zu identifizieren. Denkst du, mit jemandem aus der Familie zu sprechen könnte helfen? Das ist eine gute Idee, aber ich fürchte, es ist niemand mehr am Leben. Der letzte Verwandte der Familie Syntra starb 1983. Also gut. Gut, ich denke, ich kann mich ein wenig entspannen und in der Kantine nach anderen Hinweisen suchen. Es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum hat die Hexe dir dieses Bild gegeben? Das Kind ist am Weinen. Das hat man auch schon lange nicht mehr.